Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Thief. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich, naja, mehr oder weniger erfolgreich, ein Juwelier beraubt. Auf dem Weg zum Glockenturm. Aha, und wir haben so gleich noch eine neue Zeitung. Die schauen wir uns mal an. Abriegelung, 21.06.842 NR. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache, stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf den Straßen. Was? Horsley Durham, seines Zeichen Hauptmann der Wache, bezeichnet die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagte er heute. Sagte er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors? Und das verdanken wir alles dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Oh ja, sehr bescheiden. Da werden wir wohl unter Quarantäne gestellt und jeder hat die Schwermut und einfach weggesperrt und gut ist, oder wie? Wirklich sehr sympathisch. Also die Leute gefallen mir hier wirklich nicht. Aber egal, wir müssen jetzt erstmal weiter. Ach, guck an. Ein Fenster. Na komm. Und, oh. Anheben, anheben. Na komm schon. Und los, drin sind wir. Hui. Oh, oh. Okay, wo sind wir? Was können wir? Was wollen wir? Okay, ich hoffe, hier ist niemand drin. Kann man das Licht ausmachen? Ich würde sagen, ja. Und das machen wir auch so gleich. So, haben wir hier irgendwas Wertvolles? Okay, ein Fenster. Was? Okay, hier gibt es eine Tür. Da stehen wir erstmal. Okay, hier ist nichts. Hier geht es nach draußen. Scheinbar. Was ist hier mit der Tür? Können wir hier auch was machen? Nichts, nö. Gut, da uns ja nur eine Tür bleibt. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oh oh. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Ach, die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Oha. Gut, hier scheint einiges los zu sein. Wir müssen uns natürlich ganz vorsichtig... Ich frage mich, ob der Baron die Ausbreitung der Krankheit verhindern kann. Es heißt, Sicherheit. Wir müssen bald jeden töten, der einen Schwermütigen bei sich aufhält. Was? Haus für Haus. Ja, übel. Jeden Schwermütigen töten? Wie bitte? Das ist doch ein Witz, oder? Okay, hier oben ist der Glockenturm scheinbar. Okay. Hier kann man nichts machen. Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Was? Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Was für widerliche Gesellen. Ekelhaft. Da stellt man uns schon unter Quarantäne. Und damit nicht genug, dann verhöhnt man uns auch noch. Also einfach nur ekelhaft. Kann ich hier hoch? Guck an. Gut, ich wüsste zwar nicht, was ich jetzt hier machen soll, aber ist trotzdem interessant. Oha, was war das? Oh, okay. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Wir sind natürlich weiterhin vorsichtig. Kommen wir hier hoch? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Okay, hier ist es ein bisschen arg hell. Aber nicht mehr lang, dann sind wir da.
Hoffe ich jedenfalls. Oh oh. Ich hoffe, hier ist niemand. Okay, schnell weiter, weiter, weiter. Okay, hier geht's glaube ich nicht weiter. Können wir hier rein? Oh oh. Ich bin nicht da. Hey, komm schon. Ich hab vor der Schicht gegessen. Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Wie? Wir haben mehr Zeit damit verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchen Dieben. Ja, Leute, deshalb wolltest du eine ruhige Patrouille wie die hier. Stormmarket ist gar nicht so übel, wenn man das Husten und Schreien ignoriert. Nicht so übel? Ja. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören. Nicht, dass jetzt irgendwie die Kommentare... Das spüre ich. Na gut, da kann ich jetzt ein bisschen rüberquasseln. Nicht, dass sie die Kommentare gar nicht versteht. Uiuiui, uiuiui. Ui. Ich bin's nicht. Uiuiui. Hau ab. Wie gesagt, ich bleib hier gerne stehen und lausche ein bisschen den Kommentaren. Und Unterhaltung der Soldaten. Ja, ich muss hier irgendwie lang, aber ich weiß nicht genau wirklich wo. Dann versuche ich mal hier mein... Versuche ich hier mein Glück? Nein, versuche ich nicht. Hier versuche ich auch nicht mein Glück. Ich muss da lang. Okay, was muss ich jetzt... Der sieht uns doch. Ich habe einen Feuerpfeil, ne? Das ist doch kein Pfeil, das ist doch... Das wäre jetzt bestimmt, ich wette, das bereue ich. Hoppala. Das kann ich so nicht machen. Verdammte Axt, was mache ich jetzt? Ich kann hier nicht rein. Bin ich jetzt... Hiermit? Hey, wer war das? Jetzt damit werfen? Ah! Was? Was? Nein! Halt! Nein, 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 nein! Oh, nein, nicht schon wieder! Yeah! Ja, yeah! Doch, ist gut! Yeah! Was? Nein! Ah! Ja! 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 Na komm schon! Yeah! Na komm schon! Meine Güte, nee. Oh Mann, okay, das muss ich noch... Nein, das muss ich noch üben, wollte ich gerade sagen. Ich war's nicht. Ich bin's nicht. Irgendwann musst du rauskommen. Nein, muss ich nicht. Du bedeutest Ärger, das ist alles. Ich bedeute immer Ärger. Ich bin so ungeschickt hier. Jetzt, Moment. Ernsthaft? Er könnte überall sein. Entschuldigung, mein Stuhl ist kaputt und ich bin jetzt gerade irgendwie ein paar Meter runtergerutscht. Seufz. Geht. Haut ab. Geht doch einfach weg, meine Güte, ne. Wieso kann ich denn nicht... Oh, das muss ich noch gewaltig üben. Gut, hier ist eine Sackgasse. Aber nichtsdestotrotz, wir hätten auch hier vorbei... Hätten wir hier vorbeischleichen können? Muss ich hier überhaupt lang? Das ist die Frage. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Ernsthaft nicht? Ernsthaft, hier gibt es keinen Weg für mich? Das war komplett umsonst, die Aktion. Ernsthaft? Wo muss ich denn lang? Ja, ich weiß, ich muss hier hoch. Kann ich denn nicht hier irgendwo hoch? Moment, ich konnte doch vorhin... Nee, das war ja... Kann ich hier irgendwo lang? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Tatsache. Okay. Hätte ich vielleicht die anderen ablenken sollen. Alles klar, gut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Glockenturm. Und hoffentlich... Du brauchst jetzt eigentlich nicht mehr. So, und hoch mit dir.
Abgeschlossen. Oh, cool. Jäger, du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit Allmitteln ausgeschaltet. Ich konnte ja nicht, ich musste doch hauen. Phantom? Opportunist Jäger. Ja, Statistiken 26 Minuten, gefundene Sammlerstücke 1 von 4, gesamte Beute Gold 97, gefundene Beute 16 von 60, Taschendiebstähle 2, knackige K.O. geschlagen, Verdacht erregt 2-mal, entdeckt 2-mal, getötete Bedrohung 1-mal. Okay, damit rühme ich mich jetzt nicht unbedingt, aber naja, ich würde sagen, fortfahren und Cutscene genießen, ne? Hinweis, besser hat häufig Nebenaufträge für dich. Ich schaue regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Nach dem Ladebildschirm. Der jetzt noch nicht ist, der Ladebildschirm. Gut, dann spielen wir erstmal so ein bisschen weiter. Da habe ich mich erschrocken. Gut, hier gibt es nichts aus meiner Truhen. So, Entschuldigung. Aha, doch so viel. Hier ist im Moment nichts gelagert. Hör auf. Okay, und in der anderen Truhe ist hier was gelagert? Wahrscheinlich nicht. Was? Unikate? F1 Journal öffnen? Hä? Unikate. Eine Sammlung von Unikaten? Ach so, die Edelstammmaske und das Federkleid. Stimmt. Okay. Gut, das wollen wir da nicht. Gut, ich habe in Erinnerung, dass wir hier nach und nach alles sammeln können. Wir müssen jetzt nach oben. Aha, Katzen. Jennifer. Trifft besser im verkrüppelten Burrick. So, wir sind also tatsächlich jetzt hier in unserem kleinen Quartier. Finde ich gut. Sag mal, hieß dein Vogel Jennifer? Habe ich das richtig gehört? Habe ich mir das eingebildet? Gut, da wir jetzt besser treffen müssen, würde ich sagen, auf und davon. Was? Die Stadt Stone Market. Möchtest du dieses Viertel gehen? Ja, sonst hätte ich ja nicht, ne? Dankeschön. Sprinten ist zwar an sich nicht leise. Ist zwar an sich leise, aber auf oberflächliche Geräusche sind trotzdem nicht lautlos. Ah, okay. Der Stuhl ist ein Traum hier. Ich habe hier fast mehr zu kämpfen als mit den Gegnern im Thief. Naja, egal. Immer ist was. Stone Market. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Kampf. Also, dass diese Menschen hier depressiv sind und eine sogenannten Schwermut leiden, das kann ich schon nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich verhungere. Da ist man krank, man ist arm, man nagt am Hungertuch. Aber so richtig. Dann wird man noch unter Quarantäne gestellt, also, ach nee, ich weiß nicht. Also menschenunwürdiger geht's doch echt nicht, oder? Wenn man hier gar keine Macht hat, wirklich nur unterdrückt wird. Aha. Da ist was schön silberleuchtendes, was glänzendes. Allerdings, weil ich mich erinnere, können wir da noch nicht ran. Diese verdammte Stadt. Was? Ich kann spähen. Ja, super, okay. Da will ich nicht spähen. Entschuldigung. Wollen wir dann rüber ins Burrick? Gleich noch. Die Pisse, die ausschenken, hilft gegen den Eintopf. Die Pisse.
Mehr haben wir hier leider nicht zu bieten, mein Freund. Ach, guck mal, wir können hier ins Fenster rein. Beziehungsweise in die Bude durchs Fenster. Das machen wir mal kurz. Sind ja... Na, komm schon. Wir sind kein Lastenstämmer, wir sind ein Dieb verdient. So, oh, oh. Super, und jetzt scheint es hier voll rein. Ich sehe null. Dadurch, dass hier die Sonne reinscheint. Okay. Was zur Hölle? So, hier gibt es was Schönes für mich. Ein Flachmann. Also, liebe Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich sehe aber wirklich komplett gar nichts. Das ist gar nicht nervig. Gut, kann man hier das Licht... Ach, guck an. Schön. Aha. Gut, dann machen wir mal runter. Gut, keiner da. Auch gut. Haben wir hier nichts? Wir haben hier gar nichts? Das geht doch nicht. Aha. Ah ja, gut. Hier ist also niemand. Was haben wir hier? Eine Liste. Neue Anweisungen. Neue Anweisungen. Es geht um die Berichte deiner Quacksalber zum Umgang mit der Schwermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sie auf folgende Richtlinien stützt. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in der Fabrik. Etwa 100 pro Tag sollten reichen. Was? Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung? Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit dramatischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends noch kerngesund ist, der kerngesund schien, kann am nächsten Morgen schon auf der Totenkarre liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in dieser Sache zu schätzen, der Diebesfänger-General. Ja, der Diebesfänger-General, den kennen wir glaube ich auch noch. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Ja, jetzt weiß ich, was sie... Naja, okay. Also an einige Sachen kann ich mich tatsächlich nicht unbedingt erinnern. Was? The Watch needs you. Clean up the streets and protect the honest citizens. Ja klar, natürlich. Von honest habt ihr doch gar keine Ahnung. So, Schlossknacken. Da haben wir noch... Oha, ein Fünfer-Schloss. Hallo? Na? Da habe ich so ein bisschen... Ja, ist sehr kalt. Ich friere schon. Hallo? Kriege ich das nicht mal gebacken? So, hallo? Hallo? Na, komm schon. Mit Maus und... Na komm. Das gibt's doch nicht. Ich drehe mit der Maus... Ja, komm. So, endlich. Meine Güte. So, ha? Na? Es ist immer sehr spannend hier. Vor allem war es ja irgendwie... Ja, hoppala, hier was. Na komm schon. So, und jetzt der letzte Mann kommt. Königreich für einen Kaffee. Ja, ich könnte jetzt auch einen Kaffee vertragen. Nein. So. Was für ekelhafte... Ich mag das mit dem Schloss irgendwie nicht. Weil es ist so unnötig. Das ganze Rumgezappel. Ich meine... So, Büste des Barons. Weil es bringt ja irgendwie keine Nachteile. Beziehungsweise irgendwelche Folgen, wenn du es nicht schaffst. Sondern es dauert halt nur länger, ne? So, sämtliche Schubladen öffnen. Aha, ein Tintenfass für 8 Gold. Sehr schön. So, zwei Sachen zum Lesen haben wir hier. Lesen ist ja immer so meine Spezialität. Boah, ich kann irgendwie gar nicht lesen. Gut, gucken wir uns das mal an. Bericht der Wache 3498 von Wachmann Munion. Zusammenfassung. Waffenvorrat C6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munion und Koss inspiziert und erfasst. Ja, das war ja mal gut. Und noch eine Zeitung. The Citizen. Abregelung. Kapitel Zeitung. Abriegelung. 21.06.842 NR. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache. Steht, das haben wir doch gehabt. Was? Das haben wir doch schon gelesen, oder? Okay, wenn wir das schon gelesen haben, dann... Nö, dann muss ja nicht nochmal. Das wäre Quatsch.
Was ist jetzt der Blick und was ist nicht der Blick? Ich weiß es nicht. Ja, super Sache. Okay, dann lass uns hier wieder raus. War schön, solange es währte, aber... Ach, guck an. Hä? Ich dachte, wir können hier raus. Lass mich mal los. Okay, das ist eine Tür, durch die wir nicht können. Auch gut. Gut, dann wieder also ab durchs Fenster. Ich bin neuerdings so müde. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott im Himmel. Gut, also dann weiter auf Richtung Basso. Allerdings erst natürlich in der nächsten Folge. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und verabschieden uns im Endscreen. Ja, liebe Leute, was für eine bedrückende Bestimmung. Scheinbar geht es in dieser Stadt nicht mit rechten Dingen zu. Die Bürger sind alle verarmt und erkrankt und werden in Quarantäne gestellt und die Wachen verhöhnen diese armen Menschen noch und bringen sie scheinbar zu Wiederverwertung in irgendeine Fabrik. Dem kommen wir natürlich auch noch auf die Spur. Ja, alles starker Tobak und die Zeitung feiert natürlich diesen komischen Baron Northcrest. Aber naja, okay, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu Besso. Unser Vermittler, Auftraggeber, Freund, was auch immer, wir werden es herausfinden und dann mal schauen, was der für uns hat. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, wenn wir ihn dann treffen. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Thief. Ciao. Job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I've got a whole list of people with shinies worth stealing, and you've got a city to reacquaint yourself with. Northcrest Manor, someone in here rests.